Hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute ein neues Video, heute mal nicht mit gelben Gesichtsfarben, hoffe ich zumindest. Heute nutze ich mal Kaltweiß, um hier diesen Videospot auszuleuchten. Ich hoffe, das ist so besser und angenehmer. Ich persönlich mag immer eher so warmes Licht und deswegen habe ich das in letzter Zeit immer so gemacht. Aber okay, probieren wir es mal in dieser Variante, soll für mich kein Problem sein. Ja, worum soll es in diesem Video hier gehen? Ich bin jetzt seit einigen Tagen mit der A7 IV unterwegs und ich möchte euch einfach mal so meinen ersten Eindruck, meine ersten Erfahrungen mit dieser Kamera erzählen, mit dem Hintergrund eben des Umstiegs von APS-C auf eben Vollformat. Die A7 IV ist die erste Vollformatkamera, die ich überhaupt jemals in der Hand hatte, wenn man so möchte. Ich hatte mal eine Spiegelreflexkamera von meinem Bruder in der Hand, eine Canon. Aber das ist schon viele, viele Jahre her und das kann man überhaupt nicht vergleichen. Deswegen behaupte ich einfach mal, diese Kamera ist die erste Vollformatkamera, die ich überhaupt in meiner Hand hatte, mit der ich überhaupt versuche zu fotografieren. Mit dem Thema Film habe ich mich überhaupt noch gar nicht beschäftigt mit der Kamera. Das wird auch noch eine Zeit lang dauern, bevor ich damit anfange, weil ich mich erstmal mit den anderen Gegebenheiten rund um die Fotografie beschäftigen möchte und beschäftigen werde. Ja, was als erstes natürlich auffällt, ist das Gehäuse. Das ist mir als direkt aufgefallen, schon wo ich die Kamera ausgepackt habe. Hier hat man richtig was in der Hand. Das ist, fühlt sich angenehmer an. Es ist schwerer, da braucht man nicht drüber diskutieren. Wir sind hier bei 659 Gramm und die A6600 hat 503 Gramm. Ich hatte es in einem Video schon mal gesagt und das merkt man. Man merkt diese 150 Gramm rund, aber dafür hat man eine wesentlich bessere Haptik. Die Kamera liegt viel, viel besser in der Hand. Ich habe das Gefühl, sie liegt sicherer in der Hand. Ich kann hier unten gemütlich meinen kleinen Finger drunter legen, so zum Abstützen, und habe dann die drei Finger hier um den Batteriegriff gelegt. Ja, das war mit der A6600 so eher nicht möglich. Da war dann ein Finger meistens hier oben schon drauf verteilt. Also das geht hier sehr gut. Ein weiterer Punkt ist der Sucher. Der ist jetzt für mich eben halt in der Mitte und nicht mehr auf der linken Seite. Aber der Sucher an sich, das ist natürlich ein Knaller. Also viel, viel hochauflösender. Das Sucherbild ist viel, viel größer. Man hat das Gefühl, es ist alles viel präziser, auch wo man mit dem Fokus hinmarschiert und so. Finde ich persönlich sehr, sehr angenehm und sehr gelungen. Ja, ein Punkt, den ich hier noch ansprechen möchte in Bezug auf Sucher und Display, ist, wir haben jetzt hier ein Klappschwenkdisplay. Ich kenne das ja schon von der ZV-E10. Das funktioniert genau so, ist das gleiche Prinzip. Man kann jetzt natürlich auch die Kamera in die Tasche packen und das Display ist nach innen gedreht. Das heißt, man braucht eigentlich nicht mehr unbedingt eine Display-Schutzfolie, wenn man daran denkt, das vernünftig immer wegzuklappen. Was aber nicht mehr geht, ist zum Beispiel, wenn man bodennah im Normalformat fotografieren möchte, einfach nur ankippen das Display. Es funktioniert hier nicht. Das ist mir bei der ZV-E10 noch nie so bewusst gewesen, weil die steht ja meistens nur auf dem Tisch zum Filmen. Aber hier merkt man das natürlich. Das heißt, ich muss ausklappen und dann drehen, damit ich die gleiche Perspektive habe. Das heißt, ich habe einen Schritt mehr, den ich machen muss. Aber natürlich, wenn ich hochkant fotografieren will, habe ich jetzt die Möglichkeit, das zu machen, weil ich das Display mir einfach so einstellen kann, wie ich das gerne brauche, wie ich das gerne möchte. Das ist eine Funktion, die ich vorher nicht hatte. Und auch natürlich, wenn ich mich selber fotografieren, filmen möchte, klingt jetzt ein bisschen doof, aber wenn ich das mal machen möchte, dann drehe ich das einfach vor und habe das quasi vor mir und kann den Blitzschuh mit anderen Sachen, mit dem Mikrofon oder sonst irgendwas bestücken und habe trotzdem freie Sicht auf mein Display. Und das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut gelöst. Wo wir hier beim Display gerade sind, haben wir hier wieder die Eingänge. Bei der A6000 hat man den aufgemacht oder A6600 und da waren alle in einem. Hier kann ich jetzt das Mikrofon oben einstecken. Und das stört dann auch der Stecker nicht mit dem Display. Dann kann ich das Display trotzdem noch drehen. Das ist noch gewährleistet. Und wenn man einen abgewinkelten Stecker hat, passt das auch wunderbar alles zusammen. Aber wie gesagt, das Thema Film, da beschäftige ich mich erst in naher Zukunft mit. Ja, was natürlich auch sofort auffällt, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich gehe mal weiter ran und zeige euch mal kurz hier das Menü. Ich sehe jetzt natürlich nicht, wo wir hier sind im Menü, aber wir haben hier das neue Menü, was ich persönlich sehr, sehr angenehm finde. Das lässt sich per Touch bedienen, also wir haben ein voll funktionsfähiges Touch-Display.
Die ZVE 10 hat das ja nicht. Da kann man nur den Fokus touchen. Den Rest muss man über das Menü-Wahlrad, hier dieses, muss man da im Menü rumeiern. Hier kann man alles per Touch machen. Ich persönlich muss mich erstmal dran gewöhnen. Ich habe so lange, wie ich fotografiere mit Sony-Kameras, also seit 5 Jahren, immer die Geschichte gehabt, dass ich alles über das Wahlrad machen muss und habe das dann auch immer so gemacht. Und deswegen ist das jetzt bei mir halt so drin. Ja, ansonsten ist das jetzt ein sehr aufgeräumtes Menü. Ihr seht es. Wir haben jetzt nicht mehr die Navigation oben, wie man das noch bei der 6600 oder so kennt, bei der A73 und so, sondern man hat das jetzt auf der Seite und da seht ihr, das ist alles super sortiert und es ist auch getrennt. Wenn ich in den Fotoeinstellungen bin, dann habe ich alles, was Foto betrifft, und wenn ich in den Filmeinstellungen bin, habe ich alles, was Filmeinstellungen betrifft, und das funktioniert alles sehr, sehr gut. Was ich auch total toll finde, ist, ich kann das, den Fokus quasi jetzt mir, den Fokusrahmen einfärben. Also einfärben ist jetzt auch ein bisschen hochgegriffen. Man kann auswählen zwischen Weiß und Rot, aber immerhin, man hat schon mal eine Farbe mehr. Und ich finde es sehr viel angenehmer, mit einem roten Fokusrahmen zu arbeiten. Das habe ich jetzt nach den paar Aufnahmen, die ich mit der Kamera bisher gemacht habe, schon mitbekommen. Dann ein kleines Detail. Sonst war es immer so, wenn man gefilmt hat mit den Kameras, also die ich hatte von Sony, dann haben hier diese Ösen immer geklappert. Das ist jetzt nicht mehr. Das ist total, so gerade eingefädelt, dass das funktioniert. Die muss man also nicht mehr abmachen. Bei den anderen Kameras habe ich die Teile immer abgemacht, damit sie eben nicht rumklappern können. Haben wir hier nicht mehr das Problem. Ich habe hier unten schon meine Schnellwechselplatte drauf, damit ich immer auf meine diversen Adapter aufspringen kann mit der Kamera. Und ansonsten haben wir hier natürlich ein großes an mehr an Tasten und Funktionen. Ich habe jetzt noch keine benutzerdefinierten Tasten konfiguriert. Das ist alles noch auf Standard eingestellt. Und auch hier oben habe ich ein bisschen was mehr an Stellrädern und Rädern im Allgemeinen, als ich das gewohnt bin. Da muss ich mich überall ganz ehrlich noch zurechtfinden, das alles so für meine Bedürfnisse anpassen. Auch hier vorne ist noch ein zusätzliches Wahlrad. Was ich aber am coolsten finde eigentlich, oder nicht am coolsten, das ist ja ein bisschen übertrieben, aber wenn ich jetzt hier meine Objektivabdeckung aufmache, dann ist der Sensor geschützt. Der ist quasi zu, da fährt wie eine Jalousie runter, und das heißt, ich als Magnet für Sensorstaub habe jetzt die Möglichkeit, wenn ich dran denke, immer diesen Verschluss runterzufahren vor dem Objektivwechsel, und dadurch ist der Sensor vielleicht besser geschützt und ich habe nicht mehr dieses ewige Problem, dass ich im Lightroom dann da sitze und Sensorflecken rausstöpseln muss. Ganz ehrlich, ich hasse das, wenn man Sensorflecken sieht. Beim Foto kann man es rausmachen, beim Video wird es dann natürlich schon schwieriger. Ja, das auf jeden Fall mal dazu. Ich mache das mit diesem Verschlussschließen tatsächlich nur, wenn ich ein Objektiv wechseln will. Ansonsten habe ich diese Funktion deaktiviert, weil ich einfach Sorge habe, dass dieser Mechanismus auf Dauer dann vielleicht nicht so gut funktioniert, um es mal nett auszudrücken. Und ich bin jemand, der die Kamera sehr oft an- und ausschaltet. Also nicht im Standby bleibt und die ganze Zeit damit rumrennt, sondern ich mache sie tatsächlich sehr häufig aus. Und da stört das dann einfach, oder beziehungsweise habe ich dann einfach Sorge, dass das irgendwie mal vielleicht dann verklemmt oder sonst irgendwas, und ich muss die Kamera dann extra irgendwie einschicken oder so, damit dieses Problem nicht auftritt. Deswegen, ich nutze es, wenn ich Objektiv wechseln muss. Ich habe mir das alles in mein Hauptmenü gelegt, also mein persönliches Menü konfiguriert. Da habe ich Formatieren zum Beispiel drin, damit ich da nicht immer ewig suchen muss. Und die Einstellung des Autofokus habe ich da aufgelegt. Und natürlich jetzt das mit dem Verschluss. Und das funktioniert erstmal alles so ganz gut. Und meistens denke ich auch dran, dass ich tatsächlich dann runterfahre. Ich habe jetzt aber auch gar nicht so viele Objektive. Das wisst ihr, ich habe diese beiden Tamron-Linsen, hatte ich euch schon vorgestellt. Das 17 bis 28 und das 28 bis 200. Bin noch nicht so zufrieden mit den beiden Linsen. Ich dachte erst, vielleicht liegt es an der A6600, dass ich mit den beiden Vollformat-Linsen vielleicht nicht ganz so gut klarkomme. Aber wenn ich die beiden Linsen vergleiche mit dem 1770 auf APS-C oder dem 11 bis 20 auf APS-C, ebenfalls von Tamron, dann sind die gefühlt für mich schon ein Stück weit weg. Oder die Kamera ist schlechter als meine A6600, das glaube ich jetzt aber nicht. Also die Bilder sind nicht schlecht, nicht falsch verstehen, aber wir waren gestern zum Beispiel auf einem Weihnachtsmarkt. Und wenn man dann Lichter fotografiert und dann sieht man diese Zwiebelringe da drin, das ist halt etwas,
ja, ich bin kein Profi-Fotograf, aber das ist trotzdem etwas, was mich einfach so ein bisschen stört und ärgert. Na klar, ich habe jetzt für die Linse hier keine 600 Euro bezahlt, habe da einen Zoom-Bereich von 28 bis 200 mm. Das ist was. Und ich weiß natürlich auch, dass das ein Kompromiss ist. Aber ich bin einfach ja, nicht so wirklich zufrieden. Es ist mir zu viel Kompromiss. Wenn man damit allerdings Porträt macht, hat man eine wunderschöne Freistellung. Das gefällt mir wieder richtig gut. Oder die Naheinstellgrenze, die ist richtig, richtig klasse. Sonnensterne, ich weiß nicht. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Gibt es einen Trick auf Vollformat? Ich bekomme keine Sonnensterne hin. Weder mit dem einen noch mit dem anderen Objektiv. Tue mich da richtig, richtig schwer. An APS-C mit dem 1770, da brauchte ich nur gegen eine Lichtquelle irgendwie zu halten und schon war ein Sonnenstern da. Vielleicht mache ich auch was falsch. Also das ist wahrscheinlich sogar die größere Möglichkeit, dass der Fehler dahingehend irgendwie bei mir liegt. Ja, ansonsten kämpfe ich mich hier durch das Menü. Ist für mich neu. Das Mehr an Einstellungen ist natürlich auch für mich neu, ganz klar. Aber die Kamera macht einfach riesengroßen Spaß. Also das muss ich ganz klar sagen. Ich habe richtig Fun mit der Kamera und bin froh, dass ich das so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Ich hatte es im Laber-Video letztens schon mal erklärt, es gibt keinen rationalen Grund, warum ich von APS-C auf Vollformat gewechselt bin. Das ist ganz einfach, ich habe einfach Lust drauf, was Neues zu machen. Ich freue mich über den Vogel-AF. Das Wetter ist so bescheiden, dass ich überhaupt gar keine Lust habe, irgendwie tatsächlich jetzt so extrem rauszugehen, um Vögel zu suchen. Aber ich werde es jetzt die nächsten Tage mal machen und werde versuchen, euch auch mitzunehmen. Das macht, denke ich mir, auf jeden Fall schon eine Menge Spaß, mit dem Vogel-AF durch die Gegend zu ziehen, im Vergleich eben, ja, wenn man den nicht hat, wenn man speziell Vögel fotografieren muss, möchte. Das ist natürlich die Voraussetzung. Ja, mein Fotoprojekt, was ich aktuell fahre, das läuft herausragend gut mit der Kamera, weil ich ein viel besseres Rauschverhalten habe. Allerdings muss ich auch ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen doch noch enttäuscht von dem ISO-Rauschen tatsächlich. Also 6400, das geht für mich noch in Ordnung. Ich kann es nur vergleichen mit einer APS-C-Kamera, mit der A6600 jetzt zuletzt. Damit kann ich es vergleichen und da ist das natürlich um Welten besser. Aber ich persönlich hätte mir ein bisschen was mehr erwartet. Und wenn ich bei ISO 12800 bin, dann habe ich zum Beispiel das Problem, dass dann sehr dunkle Stellen aussehen, als würde es schneien. Da kommen lauter weiße Flecken rein. Ich weiß nicht, was das ist, was das sein kann. Wenn ich die Tiefen dann, und da ist es egal, ob ich jetzt ein JPEG nehme, wenn ich die Tiefen reduziere im Lightroom, dann gehen diese Punkte weg. Also das muss irgendwie, ich habe keine Ahnung, was das ist. RAW kann ich noch nicht bearbeiten, kann ich noch nicht beurteilen, wie das performt im Lightroom. Ich habe keine Ahnung, kann es euch nicht sagen, weil es schlichtweg nach wie vor keine Unterstützung für Lightroom gibt in Bezug auf die A7 IV. Ich denke mal, dass das Anfang nächsten Jahres sich ändern wird. Dann kann ich auch endlich RAW-Bilder entwickeln und zeigen. Im Moment geht das leider nicht. Und ja, alles, was ihr an Bildern von mir auf meiner Webseite zum Beispiel von der A7 IV seht, sind alles JPEGs out of cam, die nur ein bisschen vom Licht her von mir angepasst wurden, um eben diesen Schneekriesel, dieses Rauschen so ein bisschen aus dem Bild rauszuziehen. Habe ich da an manchen Stellen einfach die Tiefen ein bisschen reduziert und damit passt das auch. Wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen, ob es an der Kamera liegt, dass ich mit den Bildern noch nicht so zufrieden bin, gerade was Lichtquellen angeht. Aber da denke ich einfach, das liegt an den Objektiven, beziehungsweise mache ich vielleicht auch nicht alles richtig, was die Einstellung so angeht. Und ihr wisst, ich bin von Grund aus faul, deswegen bei mir immer alle Bilder aus der Hand im Moment. Und das kann natürlich auch noch eine Rolle spielen. Die Linsen sind nicht stabilisiert, beide nicht. Und wir haben ja hier nur den IBIS, der zwar 5,5 Blendenstufen stabilisiert, oder Belichtungsstufen, weiß gar nicht genau. Das geht schon in Ordnung so und die Objektive sind auch nicht schlecht und sie sind auch scharf und so, aber es ist eben nicht das, was ich mir erhofft habe. Aber ja, mal gucken. Also wie gesagt, was mir bisher am besten gefällt, ist auf jeden Fall Haptik. Also die Kamera in die Hand zu nehmen, ist was anderes. Klar, ein bisschen schwerer, braucht man nicht drüber reden. Auch die Abmessungen sind ein bisschen größer. Das muss man mögen, das muss man wollen. Mich stört es jetzt persönlich nicht. Auch wenn ich sagen muss, ich habe den Gewichtsunterschied ein bisschen unterschätzt. Also man merkt das schon, dass das schwerer ist. Man merkt auch, dass die Akkulaufzeit nicht so lang ist, weil der Sensor wahrscheinlich größer ist mit 33 Megapixel. Muss man natürlich auch ein bisschen mehr was an Strom investieren.
Da komme ich hier nicht mehr ganz so weit wie mit der A6600, wo es ja dann auch bloß ein APS-C-Sensor war. Hier haben wir ja jetzt Vollformat. Ansonsten Menüklasse. Display ist für mich völlig in Ordnung bis jetzt. Habe es noch nicht im Sonnenschein testen können, weil ich gar nicht mehr weiß, wie Sonne aussieht so wirklich. Der Sucher ist bombastisch. Viele werden enttäuscht sein, die von der A7 III kommen vielleicht oder so, keine Ahnung, weil der Sprung gar nicht so groß ist. Für mich ist der Sprung, das ist ein Quantensprung von der A6600 auf diese Kamera, was den Sucher angeht, was Display angeht, was das Menü angeht, was die Displaybedienung angeht, was die Haptik angeht. Das ist alles besser. Aber das muss man wollen. Das muss man wirklich wollen. Wenn ich kleiner unterwegs sein möchte, minimalistischer unterwegs sein möchte, dann ist APS-C nach wie vor wahrscheinlich die bessere Wahl. Viele haben mich gefragt, Daniel, warum behältst du deine APS-C-Kamera nicht zusätzlich? Ja, die Antwort ist ganz einfach. Ich kann nicht zwei Kameras bedienen und möchte ich auch gar nicht. Und der Crop-Faktor, der mir dann fehlen wird, werde ich durch einen Telekonverter wahrscheinlich ersetzen. Entweder den 1.4er oder den 2.0er. Ich denke mal eher den 1.4er. Der steht schon ziemlich weit oben auf meiner Liste. Das werde ich jetzt demnächst in Angriff nehmen. Aber zuvor, bevor ich mir den kaufe, ziehe ich erstmal mit dem 200 und 600 auf jeden Fall so los. Einmal in den Zoo und einmal vielleicht draußen mal ein paar Vögel suchen. Das habe ich mir vorgenommen. Aber im Moment ist das Wetter einfach so mies, da habe nicht mal ich Lust rauszugehen. Bin eigentlich relativ viel draußen oder gefühlt immer draußen. Aber ja, das ist im Moment, tue ich mir ein bisschen schwer mit auf jeden Fall. Ansonsten muss ich natürlich sagen, ist mir der Umstieg nicht schwer gefallen, eben weil es ein bekanntes System ist. Ich bin weiterhin im Sony-Kosmos unterwegs. Das macht es mir wahrscheinlich dann auch ein bisschen leichter als anderen. Was Einstellungen angeht und solche Dinge, da muss ich mich reinfuzen mit den Geschichten, was High-ISO angeht und sowas. Da muss ich mich ranpirschen. Da muss ich aber auch mal sehen, wie die RAW-Performance dann sein wird in Lightroom, was man da dann korrigiert bekommt auf vernünftige Art und Weise. Für mich ist es nichts, noch ein zusätzliches Programm zu nutzen, um ein Bild zu entrauschen, was ich dann anschließend in einem anderen Programm bearbeiten muss. Das ist für mich ein zusätzlicher Schritt, den ich nicht unbedingt machen möchte. Also da muss es schon ein ganz, ganz besonderes Bild sein, damit ich so einen Umweg gehen würde. Ansonsten erwarte ich einfach, dass eine Kamera die entsprechende Performance hat und die Situation, die ich benötige für meine Art der Fotografie, auch beherrscht. Ansonsten bräuchte ich diese Kamera nicht. Also das ist zumindest so ein bisschen mein Denken. Kann jeder handhaben und jeder sehen, wie er gerne möchte, ganz klar. Ansonsten, ich habe es gesagt, ich habe super viel Spaß mit der Kamera. Wenn ihr Fragen habt zur Kamera, schreibt es unten in die Kommentare. Lasst mich gerne wissen. Wir können gerne uns darüber austauschen. Auch wenn es mehrere Fragen wären, dann mache ich vielleicht auch nochmal ein separates Video dazu. Ich freue mich schon sehr, wenn wir ganz bewusst mit der Kamera losziehen und auf Tour gehen. Das möchte ich aber tatsächlich erst machen, wenn die RAW-Unterstützung im Lightroom da ist. Und dann mache ich ein komplettes Video quasi, also ein Fotowalk mit anschließender Bildbearbeitung und solchen Geschichten. Das wäre mir eigentlich das Liebste und nicht so ein Stückelbrei. Und ja, ansonsten für mich ganz klar, im Moment fühlt es sich richtig an, die Entscheidung, weil es einfach viele Vorteile bietet für mich. Im Moment habe ich noch keinen Nachteil gefunden, weil mich das mehr an Gewicht nicht wirklich stört, weil es mich nicht wirklich beeinflusst. Und die Größe für mich angenehm ist, ich hab sie einfach besser im Griff, muss man einfach so sagen. Ich habe trotzdem aus Sicherheitsgründen wieder meine altbewährte Handschlaufe hier dran. Das wird sich, glaube ich, bei mir auch nie ändern. Und die nutze ich auch und das soll auch so sein. Zwei Steckplätze SD haben wir hier noch zusätzlich, das wollte ich noch erzählen. CF Expresskarte habe ich mir jetzt noch keine gekauft. Für Fotografie brauche ich die wahrscheinlich sowieso nicht. Wäre dann nur für Video, da muss ich aber mal sehen, wo da die Grenze für eine SD-Karte ist, auch was die Datengröße dann angeht. Apropos Datengröße, ein JPEG, ein fertiges JPEG aus der Kamera, habe ich hier eingestellt auf Fine, hat die Größe wie vorher bei der A6600 das RAW-File. Das RAW-File in der A6600 war immer 24 MB so ungefähr groß, so groß ist jetzt das fertige JPEG und ich habe jetzt unkomprimiertes RAW hier eingestellt. Die Unterschiede muss ich mir erst anschauen, wenn ich RAW-Unterstützung habe. Im Moment habe ich die nicht, deswegen mache ich alle Fotos quasi im unkomprimierten RAW, damit ich später, sobald die Unterstützung in Lightroom da ist, die Bilder auch erstmal maximal bearbeiten kann, performen kann. Es gibt dann noch verlustfreies, komprimiertes RAW.
wie auch immer das funktionieren soll. Wenn es verlustfrei komprimiert ist, dann brauche ich ja eigentlich nicht unbedingt unkomprimiertes. Also der Sinn erschließt sich mir nicht ganz. Deswegen muss ich da mal schauen, was tatsächlich da der Unterschied ist. Und dann gibt es noch ja, das Standard-RAW-File, so wie man das auch aus der APS-C-Serie kennt. Habe ich jetzt erstmal deaktiviert und habe unkomprimiertes RAW. Und da ist ein File ungefähr 64 MB groß. Also da kommt schon ein bisschen was an Daten zusammen. Aber die Kamera hat ja jetzt USB-C 3.2, neueste Generation. Und ja, da habe ich eine Direktverbindung zu meinem Rechner. Die liegt hier, die nutze ich sonst immer für die ZVE-10 zum Streamen und so. Und da stecke ich die Kamera an und die Daten sind ratzfatz überspielt. Also es geht richtig gut, richtig schnell. Und von daher stört mich auch nicht, solche Datenmengen aufzunehmen. Ich habe hier eine 256 GB SSD drin und komme damit erstmal sehr, sehr gut zurecht. Ja, ansonsten gibt es erstmal nicht so viel mehr von mir zu sagen. Freue mich drauf, wenn mein Fotoprojekt weitergeht, wenn ich da wieder weiterarbeiten kann. Und ja, wenn ihr Fragen habt, hatte ich schon gesagt, schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr Bedenken habt, was den Umstieg angeht oder sonst irgendwas, oder einfach der Meinung seid, ich hätte das so nicht gemacht und in der Lage seid, vernünftige Kommentare zu schreiben, dann schreibt es mir bitte auch unten rein. Dann können wir gerne über diese Dinge diskutieren und reden. Und ich euch kann euch versuchen, meine Sicht auf diese Dinge dann so ein bisschen näher zu bringen. Ja, das soll hier mal so mein erstes kleines Review, ein Review ist es eigentlich nicht, mein erstes kleines Fazit zu meinem Umstieg von APS-C auf Vollformat gewesen sein. In diesem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da und oder ein Abo, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Zeit und wir sehen und wir hören uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao, euer Daniel. Tschüss.